Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio-1-Podcast auf Leben und Tod. Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End im Podcast auf Leben und Tod. Mit einem Gast, den ich wahrscheinlich ganz am Anfang, als wir angefangen haben, sehr weit oben auf meine Wunschliste gesetzt habe. Nicht nur, weil ich ihn toll finde, sondern weil er auch, glaube ich, meine Mutter in den 80ern und Anfang der 90er, glaube ich, schwer verliebt in ihn war. Hallo, Uwe Ochsenknecht, schön, dass du da hallo, bist. Hallo, hallo, hat einen guten Geschmack, deine Mutter, ne? Den hat sie auf jeden Fall. Ja, super. Der Grund, der dich heute herführt, ist ähm, nicht nur, dass ich mich freue, sondern dass dieser Tage ein. Wie ich finde, total berührender Film in den Kinos ist die Ironie des Lebens, wo du mit der unglaublich tollen Corinna Harfoucht zusammen eine, wie ich finde, sehr, sehr bewegende, aber auch für viele Menschen stehende Geschichte erzählst. Weißt du noch, wie das war, als du das erste Mal diese Geschichte, als die zu dir getragen wurde, wie du reagiert hast, ob das was ist für dich, ob du das machen möchtest? Ja, also ich kenne ja die Filme von Markus Goller, 25 Kilometer und jetzt der letzte, One One for the Road. Und damals Freundschaft, glaube ich, noch. Die, die sind ja alle sehr emotional immer. Und das gefällt mir sehr gut, weil Kino muss emotional sein, auch Theater. Also das hat ja mit Emotionen zu tun. Und das macht er sehr gut. Er ist selbst ein sehr feinfühliger Mensch. Und das war schon mal äh, ein interessanter Aspekt. Und dann kam die Besetzung natürlich dazu. Corinna und ich, wir kennen uns schon lange, haben im selben Film mitgespielt, aber nie zusammen. Und es wurde auch mal Zeit. Emilia Schüle kenne ich auch noch von Kudam. Und äh, Robert Gwistek, mit dem hatte ich auch schon zu tun. Also die Besetzung hat mich natürlich interessiert. Thorsten Breuer, ein toller Kameramann auch, den ich kenne von Jim Knopf. Also es war so ein Familientreffen. Und die Rolle hat mich interessiert, weil der Edgar im Laufe des Filmes so eine, so eine schöne Entwicklung macht. Ne? Und ich finde, das auch für mich als Mensch und eigentlich für alle, dass man sich im Leben, solange es geht, bis eben die Klappe zufällt, sich weiterentwickelt. Und, und zwar sich verfeinert, nicht vergröbert. Und das macht der Edgar und das gefällt mir sehr gut. Und es ist, also er trifft seine Frau nach 20 Jahren wieder, die haben sich 20 Jahre nicht gesehen. Um ihm mitzuteilen, dass sie Krebs hat. Und so aber jetzt nicht erschrecken, es ist kein Krebsdrama-Film, der dir nach zehn Minuten auf den Wecker überhaupt geht. Überhaupt nicht, ne? Das ist nee, nicht es so ist schön. ein Liebesfilm. Ne? Es ist ein Liebesfilm, das Thema spielt eine Rolle. Aber nicht in dem Maße, dass es dir auf den Wecker geht und du sagst, ey, in der ganzen Welt gibt es schlechte Nachrichten, jetzt gucke ich mir nicht noch ein Krebsdrama im Kino an, gibt dafür Geld aus. Nee, so ist es überhaupt Es ist ein Liebesfilm. Und zwar geht es darum, wie die beiden jetzt nach 20 Jahren sich eigentlich wieder neu verlieben und mit diesem Thema umgehen. Und der Film wird auch nicht so enden, wie man bei so einem Thema das vielleicht meint. Das verrate ich jetzt natürlich nicht. Er endet sehr interessant. Ja, und der Weg bis dahin ist auch sehr interessant. Man vergisst nämlich diese Krebsgeschichte im Laufe des Filmes, finde ich. Und man möchte dabei bleiben, wie diese beiden und dann auch die Kinder zusammen... Äh, Wiederkommen und mit dieser Situation umgehen. Und das ist sehr emotional und feinfühlig erzählt, in der Tat. Und es ist aber schön, es tut gut, ne? weil ich finde, Emotionen im Kino, auch gerade im Kino in dem dunklen Saal und alle Leute, so ein Gemeinschaftsevent, ist schön, wenn man das zusammen erlebt. Dann ne? ist es so ein emotionaler Event. Ne? Du sagst gerade was, das ist mir gar nicht, dieser Gedanke ist mir, aber der ist so schön, dass. Die Thematik Krebs. Je länger der Film ist und in den Hintergrund rutscht. Richtig. Genau, das ist so toll von Oliver ja. Ziegenbalg im ja, Drehbuch, im Autor ja. gemacht. Also du bist Edgar Komiker, der sehr, sehr erfolgreich. Stand-up-Comedian. Ist. ist das ein Unterschied für dich? Ja, Komiker ist eigentlich eher so. Für mich als so ein bisschen negativ bisher, Komiker, auch als Schimpfwort: Komiker, Komiker. Okay. Nee, es gibt Comedians mhm. und es gibt komödiantische Schauspieler. Ne? Ja. Also eine Komödie ist ja wieder was andere, anderes als äh, eine Comedian-Serie ne? oder eine Comedy. Vielleicht um eine Szene zu erzählen, wo das glaube ich dann auch im Film zum Tragen kommt: Edgar und Eva haben eine, eine Tochter, die sich auch im Bereich Comedy probiert, die mhm. aber im Gegensatz zu ihrem Vater nicht in großen Seelen steht, sondern das auf YouTube macht und wie er so das erste Mal eigentlich seine Augenbraue so ein bisschen abschätzend hochzieht und sich auch dieser Tochter dann so ganz langsam annähert. Ja, noch nicht ganz, weil er sagt, ach auf YouTube, ja das ist keine Komödie, sowieso nicht. Ja, Komödie gehört auf eine Bühne, nicht ins Internet nur. Ja. Diese Ambivalenz, in der da der Edgar auch als Rolle ist, wie fühlst du das als Uwe, diesen Weg dahin? Ja, der Uwe hat da gar nichts mehr verloren. Da geht es um Edgar. Das wird gespielt durch halt Erfahrung, ein bisschen Talent ist wahrscheinlich auch dabei. Lebenserfahrung und auch Erfahrung als Schauspieler. Nähert man sich lange an. Man kann keine Rolle essen. Gut, es gibt Rollen jetzt in der Komödie, die sind glasklar von Anfang an. Da weiß man, ah, okay, so ein Typ, das spiele ich klar, hat auch seinen Stellenwert. Aber so eine Rolle wie Edgar. Wo es dann um so Feinheiten geht, da muss man sich langsam annähern. Ne? Das kann man nicht einfach so in eine Schublade ziehen und sagen: mache ich, mach ich so, habe ich schon mal gespielt, mache ich genau so. Nee, nee, da muss man jedes Mal gucken, wie nähert man sich an. Und Gott sei Dank ist der Markus Koller, der Regisseur und auch die Corinna, auch so feinfühlig genug, dass man sagt: Oh, langsam, da muss man der Geschichte muss man sich ganz langsam annähern, dass man dann alles richtig macht, dass es stimmig wird. Ja. Als ich den Film in Vorbereitung mit meiner Frau gesehen habe, haben wir wirklich so Szenen, die uns sehr berührt haben, weil wir diese aus unserem Bestatter- und Trauerbegleiteralltag kennen. Nämlich die erste Reaktion deiner Rolle ist auf die Nachricht, dass seine Frau sagt: Ich habe Krebs und ich werde dagegen nichts machen. Ich werde keine Chemotherapie machen. Ich möchte keine OP. Dass du eigentlich in der Rolle dein Ego über sie stellst und sagst: Wie geht das? Wie kannst du das jetzt entscheiden, dass du gehst? Und das fand ich total spannend, weil das so nah an der Realität ist, wie häufig man das hört. Würdest du heute deiner Eva, wenn die da wäre, würdest du auch erstmal so reagieren wie deine Rolle? Oder ist das was, was mit dir dann gar nicht so viel zu tun hat? So eine Situation, ich finde erstmal schön, dass du das so siehst. Du hast Erfahrungen mit der Realität, dass wir der ziemlich nahe kommen, das wollte mich zu hören. Weil bei so einem Thema muss man das auch. Da kann man, sollte man keinen Scheiß erzählen oder spielen. Ne? Ja, aber es ist oft ein Trugschluss, ne? Dass man denkt, wenn man eine Rolle überzeugend spielt, so ist der Privat auch oder so ein größten Teil. Das ist ein Trugschluss. Das äh, kann sein, muss nicht sein. Ist mal mehr, mal weniger. In dem Fall würde ich da auch anders damit umgehen, weil... Ähm da müsste ich aber einiges über mich erklären und erzählen, wie ich drauf bin und drauf war, wie ich das Leben sehe und so weiter. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber das Interessante ist ja wirklich an dem Film, dass Edgar mehr Probleme hat als die, die es betrifft. Das ist ja das Spannende. Ne? Und sie sagt: Ich bin klar damit. Was ist so ein Stress? Das ist das mein Problem. Ja, nee, aber wie? Und so. Da dann, dann denkt er wirklich, er stülpt sein Ego über sie. Ne? Und ja, der wird äh, daraus was lernen. Das ist etwas, ja was, was ein guter Film finde ich macht, dass du da sitzt und dich fragst, wie würde ich denn damit umgehen? Was wäre meine Reaktion, wenn meine Mutter morgen käme und sagt, sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und äh, wird ziemlich sicher in den nächsten Monaten sterben. Und sagt, ich habe aber kein Problem damit. Und das aber auch, und das fand ich, das spielt Corona Ham natürlich fantastisch. Du glaubst dir das? Das ist von Vorteil, wenn man dem Schauspieler was glaubt. Ne? Aber so eine Situation ist natürlich nicht einfach. Aber deswegen ist die halt so empfunden. Ne? Die Corinna, die kann halt sowas spielen. Und mit so jemandem auch zu spielen, dann, es war für uns eine Freude. Das inspiriert ja auch selbst dann beim Spielen. Dann, wenn man auf dem Level zusammenspielt, dann so eine Energie freigesetzt, die dann fast schon in Richtung Magie auch geht. Ne? Das kann ich nur unterstreichen. und die zweite Ebene, die mich und Katja, also meine Frau, so berührt hat, war eigentlich der Kontakt deiner Rolle mit seinen Kindern, weil die Reaktionen so Stereotyp sind. Und ich glaube, das kann man vorgreifen, der Sohn ist so voller Hass auf seinen Vater Edgar, dass er sie allein gelassen hat. Da würde ihm nicht am liebsten einer aufs Maul hauen oder sagt er, glaube ich, sogar einmal. Und die Tochter ist fast schon das umgedrehte Extrem, die ist so voller Liebe für den, wo man sich dann zwischendurch mal auch fragt, okay, gibt es da gar keine kritischen Gedanken oder wo sind die eigentlich hin? Und das ist ein Spannungsfeld, was auch so nah an der Realität ist, weil genau das beobachten wir immer wieder. Und ich glaube, und ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist so eine der großen Energien, die Tod und Sterben freisetzen können, dass Menschen anfangen, Egal wie alt sie sind, sich durchaus nochmal zu verändern und ganz alte Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist was, was mich an diesem Film so begeistert hat. Also, dieses, ich glaube, die Engländer sagen Role Mod oder Role Character, wenn Leute nochmal so, so einen Twist machen und du sagst, okay, da kommt nochmal mehr und sie lernen was dazu, oder? Ja, das ist schön, dass es so ist. Das war auch das Bestreben, dass man den Effekt bei den Zuschauern hat. Und äh, ich habe schon ein paar Interviews gemacht und viele haben mir gesagt, naja, auch so gestandene Journalisten, die ich schon lange kenne, auch teilweise befreundet bin, die schon viele Filme gesehen haben in Pressevorführungen. Und so Leute haben mir dann gesagt, also ich hatte dann schon auch ein bisschen Pipi in den Augen dann am Schluss. Hatten wir auch, so. wir haben lassen beide ja, auf der Couch. Ja, das wird allen so gehen, hoffentlich. Mir geht es selber so, wenn ich den Film sehe. Ne? Ich kann dir sagen, eine der, und für alle, die ihn sich angucken, meine absolute Lieblingsszene. Klavier. Ja. Äh, ist, <laughs> ja. Corinna Hafuch und Uwe Ochsenknecht. Sie fängt an, am Klavier zu singen. Ja. Er steigt ein. Und sie singen, ohne euch auf eine angenehme Art und Weise, unprofessionell, wo du ja. denkst, das kannst du gar nicht nachmachen. Ohne, dass es belästigt. Was, was? <laughs> ohne, dass es belästigt. Genau. Und, und wir saßen da und, und haben geheult. Was machten das? Mit dir in so einem Film mitzuspielen, führt das auch noch mal dazu, dass du dich fragst: Ey, wie würde ich damit umgehen, wenn ich so eine Krankheitsnachricht? Nee, gar nicht mehr, weil da geht es um Edgar. Also ja? ich bin dann ausgeblendet. Du bist da komplett. Ich bin da ausgeblendet und ich habe sicher durch meine Lebenserfahrung, ich habe sowas Gott sei Dank nicht erlebt, aber vieles miterlebt bei anderen und weiß, dass ich auch irgendwann ins Gras beiße, wie alle unsere Lieben äh, außenrum. So ist der Lauf der Dinge. Du siehst es sehr abgeklärt. Ich sehe es abgeklärt. Ja, ja. ich, ja, mein Koffer ist schon lange gepackt. Ich kann einsteigen, wenn es soweit sein, soll, wenn der zukommt. kommt. Du wärst so entspannt. Ja. Das, das ist ja spannend. Ja. Wie, wie Aber das ist auch Arbeit bis dahin, ne, dass man das so sehen kann. Na, da muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und zwar ehrlich. Das ist ja oft das Problem, dass wenn Leute mal endlich mal sich selbst also so reflektieren. Das ist das eine, was schon schwer genug ist, das zweite Problem ist, ehrlich zu sein bei der Selbstreflexion und sich selber nicht zu verarschen. Ne? Und dann ist es Arbeit natürlich, da hinzukommen. Das geht auch nur, wenn man es wirklich will. Und es ist aber schön, dass man sagt, ich bin da klar mit. Ne? Also ich kann kommen. Ja, komm, mach doch, komm doch. Und vielleicht ist er ja viel besser als hier. Kann ja auch sein. Gibt ja Vermutungen. Ich, ich, ich finde es so spannend, weil ich damit ja jeden Tag zu tun habe. Ich bin nicht so entspannt, wie du das beschreibst. Ist es eine, auch eine Frage von älter werden und das noch mal näher dran sein? Oder ist das mehr Ja, von, mehr Erleben? von viel. Meine, näher als du kann man ja nicht dran sein, aber vielleicht hast du dadurch so ein unbewusst und so automatisch so ein Schild äh, dir da gebaut, äh, dass es dich nicht zu sehr Belastet, bedrückt oder beschäftigt oder so. Du hast das sicher auch mal mit Kindern zu tun. Ja. ja. Eben, mit Kindern, kleinen Kindern. Das ist ja auch nicht einfach, ne, damit umzugehen, denke ich. Und dann baust du dir wahrscheinlich so ein Schild, dass du sagst, okay, das heißt, wenn man täglich damit zu tun hat, heißt nicht, dass man für sich selbst damit klarkommt, also wie du ja selber bestätigst. Und das muss man dann auch einfach wollen. Es hat auch mit Neugier zu tun, dass man sagt, ich möchte ich möcht mal wissen, was eigentlich da. Danach ist es. Äh, gibt da verschiedene Vermutungen. Ne? Was vermutest du? Ja, Vermutlich, ich habe da einige Bücher gelesen über Nahtoderfahrungen von Menschen oder es gibt das tibetanische Buch der Toten, wo die auch viel wissen. Es gibt auch Wissenschaftler, die sich damit befasst haben, auch äh, Naturheilärzte, Mediziner, die geforscht haben, die auch Leute mehr oder weniger, soweit es noch ging, während dem Sterben natürlich mit Erlaubnis von den Medien sich haben beschreiben lassen, was sich da genau tut, was geht. Es, ich, ich rede jetzt von einem natürlichen Ton mehr oder weniger, mhm. dass es in so Schüben, in so Wellen kommt und dann ist wieder alles normal, wieder klar, dann kommt es wieder und so. Das heißt, man weiß auch schon genau, wie sich Sterben anfühlt. Mit anderen Worten, ich möchte einfach, wenn es dann soweit ist, keine Angst davor haben. Ich möchte sagen, okay. Das gehört jetzt auch dazu. Jetzt ist der Punkt in meinem Leben halt erreicht. Und es gehört auch alt zu leben dazu. Gehört Sterben dazu. Fertig. Und keiner weiß, wie es geht. Du wärst in der Realität <laughs> also eher Eva denn Edgar. Eigentlich ja. Die Leute vergessen das oder verdrängen das. Tabuthema: Tod, Sterben. Nee, nee, ja, ja, das ist irgendwann mal. Das kann aber morgen sein. So, und dann wissen sie nicht, wie es geht. Und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das möchte ich vermeiden. Ich möchte, wenn die Stunde kommt, ich liege da und sage, alles klar. Ich kann mich nicht beschweren. Ich meine, Scheiße ist, wenn man 20 ist ne? oder in jungen Jahren, das ist natürlich blöd. Aber wenn es sich jetzt in meinem Alter trifft, ich habe so ein geiles Leben bis jetzt gehabt, ich, habe so viel, ich kann sofort abtreten, wenn es sein muss. Aber es muss nicht sein, ich lebe sehr gerne. Und je länger es geht, desto besser. Aber ich finde, man sollte sich damit befassen. Weißt du, und die Menschen... Befassen sich oft erst mit so einem Thema und werden dann geläutert, wenn sie selbst einen Schicksalsschlag selbst erleben oder in ihrem Unfeld sagen: Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich bewusst erleben. Wieso muss erst so weit kommen? Man kann das doch auch, wenn alles okay ist. Und das ist halt der Gag und der Trick dabei. So kann man Sterben und den Tod und ein bisschen austricksen. Und so, ja gut, komm doch, ich bin ready. Was soll das? Aber ist das vielleicht eine Kunst, die du als Schauspieler auch nochmal besser beherrschst, dich nämlich in Situationen rein zu versetzen? Äh, zu sagen, okay, ich kann mich da gedanklich hinarbeiten, wie das wäre, weil das, was du sagst, ist natürlich, das erlebe ich jeden Tag, wie ne? Leute brauchen erst den Schicksalsschlag, um irgendwie äh, wach zu werden. Was ich dir aber sagen wollte, ich kann dich beruhigen mit einer Sache. Es gibt hier in Berlin einen Mediziner, der heißt Dr. Jens Dreier, der ist Schlaganfallforscher. Der hat sehr viel zu diesen Nahtoderfahrungen und zu dem, was passiert. Und du kannst mittlerweile Wissenschaftlich fundiert davon ausgehen, dass zumindest die letzten Minuten der Übergang sehr entspannt sind. Also dafür sorgt dein Körper. Und das ist zum Beispiel für mich ein, die ganz, Natur. Beruhigendes, genau, das ist ein ganz beruhigendes Wissen. Das ja, aber auch wirklich diese Leute, die Nahtoderlebnisse hatten, oder es gibt auch ein Buch, wo das minutiös erklärt wird, was sich da tut in diesen Sterbephasen, in diesen Wellen, die da kommen. Und ich meine, es gibt sicher Leute, die nicht gut sterben, weil sie viele Aufgaben nicht erledigt haben, ne? die mit dem Nachbarn noch Streit haben, sich mit dem Sohn nicht äh, wieder vertragen haben, so sie Die sterben nicht gut, glaube ich. Und die nehmen das mit, wo immer auch hin die Reise dann geht. Und ich denke auch, wenn man nicht gut geht von diesem Planet, dann bleibt die Hälfte auch noch irgendwo so ein bisschen hier. Da hängen die so im Niemandsland. Ne? Und das sind die Momente, ja, und ich glaube, das kann die Momente sein, wo man, wenn man von Geister sprechen will oder so, er Erscheinungen und so weiter. Das hat jetzt nichts mit Spukgeschichte, Geister zu tun, erschrecken, sondern die können nicht richtig gehen. Ich so. bin bei dir, habe aber noch mal einen anderen Gedanken dazu. Ich glaube, dass die, mit denen jemand der verstorben ist nicht im Reinen war, dass die so eine Sachen wahrnehmen eher, ja? Also ne, meine Oma wird mir erzählen, die mit dem Tod meines Opas nicht rein. Natürlich sucht die überall nach Signalen und nimmt die dann und interpretiert es falsch Genau. Oder so, oder ja, das, das, da ist das weiß ich nicht, aber die hat natürlich eine andere Sichtweise. Und du hast was, was du so schön gerade beschreibst, dieses im Reinsein. sein, nicht nur mit sich, sondern und das ist denn der Punkt auch mit den anderen, weil das den Baustellen. Kommt, aber das kommt dann wieder zum Film zurück. Man erfährt nicht so ganz hundertprozentig, warum Eva am Anfang diesen Weg geht, sich ins Publikum bei ihrem Ex-Mann Edgar zu setzen. Naja, sie sagt Sie sagt, ich möchte, dass du es von mir erfährst. Ich mein, die haben ja schon eine gemeinsame Geschichte und Zeit und erlebt sie und sie um Kindern. Ja, sie geht, weil, weil sie merkt, das war eine... Blöde Idee, weil ich reagiere, der Edgar reagiert so blöd. Ne? Der mischt sich jetzt da ein und sagt, das musst du machen, also eher wieder chefmäßig. Ne? Und sie sagt ja gut, vielleicht, ähm, ich dachte, dass du, wenn du sowas hörst, nach all den Zeiten, auch die schwierigen Zeiten, äh, vielleicht anders reagierst äh, und sagst, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich irgendwas machen? Kannst, ne? Das fragt er ja nicht einmal. das sagt, was? Das lasse ich nicht zu. Ich habe meinen Manager, der kennt alle Ärzte. Ich besorge dir einen, äh, einen Termin, ohne sie zu fragen, so groß. Ne? So, guck mal, das ist doch wieder jetzt die Edgar-Show. Hast du einmal gefragt, wie es mir geht oder den Kindern mit der Situation geht? Nee, er. Es geht um ihn wieder. Ne? Und das ist halt eben so der Initialmoment. Ab da nimmt ja seine Entwicklung ihren Lauf. Da geht es ja schon immer los. Ne? ich habe gerade noch mal so Szenen vom inneren Auge bei die mich alle wirklich also berührt haben, wie du einfach auch diesem, deine Rolle beim Wachsen zusiehst in diesem Film und das was so charmant ist, wie jemand, der einfach da auch sehr sehr erwachsen ist, noch mal äh, in so einen Prozess reingeht. Na, der ist ja nicht erwachsen geworden, der ist <laughs> älter geworden, aber nicht erwachsen dann. Ne? Der ist ja nur in der Pubertät irgendwo auch hängen geblieben oder irgendwo zwischendrin. Er hat sich nicht weiterentwickelt. Also zweite Lieblingsszene kann ich dir dir erzählen noch ist ja, er am Anfang vor dem Spiegel, der sich so beobachtet und sagt, Ey, eigentlich geht's dir gut. Ja. Jemand, was sagt er? Jemand 40-jähriges würde gerne mit dir tauschen und ja. arbeitet sich dann so langsam. Na ja, sagen wir mal 50, ne? wenn er sich genauer anguckt. Okay, sagen wir mal, 50 äh, so, ne? Ja. Da bist du doch eigentlich für die Generation äh, die Sahne auf dem Kuchen, ne? Kann man schon so sehen. Das bringt dir diese Figur ganz am Anfang relativ schnell. Ich weiß man gleich, woran man ist. Glaubst du, dass man sein Umfeld gut darauf vorbereiten kann, dass man so im Reinen ist mit dem Sterben, wie du das gerade beschreibst? Das ist ja meistens das Problem, dass das Umfeld generell ein Problem ist, mehr als du selber, ne? Also, wenn du sagst zum Beispiel, das habe ich mir erarbeitet, dass ich nicht mehr wütend bin, dass ich mich nicht mehr ärgere, das ist wirklich so. Ich habe das umgesetzt und empfinde es auch so. Ich ärgere mich nicht, wenn eine Flugverspätung hat oder schlechtes Wetter gibt es für mich nicht, es regnet. Aber warum soll ich mich darüber aufregen? Über Dinge, die ich nicht ändern kann, selber, rege ich mich nicht mehr auf. Jetzt kommt das Beispiel, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die sich über so einen Scheiß aufregen, sage ich, das bringt ja nichts. Dann fühlen die sich provoziert manchmal und sagen: Jetzt mach doch du nicht so einen auf Locker, das ist doch scheiße, wenn ich dazukomme. Das Umfeld ist eher das Problem, als du selber dann in dem Fall. Ne? Die fühlen sich provoziert. Weil sie selber nicht diese Klarheit mit der Situation haben. Und das nicht mal wissen. Und das denen nicht mal bewusst ist. Das heißt, das hat ja mit mir gar nichts zu tun, diese Wut dann, sondern das kommt ja irgendwie aus einer anderen Ecke, was weiß ich, warum so generell so, eine, so einen generell Frust haben oder Wut. Ich habe gerade die Beobachtung gemacht, ich habe dieses Frühjahr mal für einen Monat gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Also ohne als Message an den Rest der Welt. Für dich? Ja, ja. Und einfach gemacht. Und wie viele Leute darauf reagieren. Und Was ist mit dir lösen. Genau. Also so, und da auch eine Aggression entsteht, wo du denkst, so, warte mal, ich habe doch überhaupt nichts, das hat mit dir gar nichts zu tun. Sag mal, gibt es einen Plan dafür? Du hast gerade gesagt, ey, eigentlich kann das jederzeit passieren, wir beide gehen hier raus, Baum fällt um, äh, Uwe, Erik tot. Gibt es einen Wunsch oder einen Plan von dir, was soll mit Uwe passieren, wenn er stirbt? Nee, so wichtig nehme ich den Uvo gar nicht. Ich würde so passieren, wie es passiert. Das kannst du eh nicht regeln. Ich meine im Sinne von der Beerdigung. Gibt es da einen Wunsch? Hast du irgendeine Idee, Ach, was? Nein, das, das ist jetzt Geldmacherei. Also du bist zwar vom Fach, aber weißt, da muss ein Toten, das Totenhemd und ein Sarg und der, äh, der Grabplatz kostet Geld. Die Beerdigung an sich kostet Geld. Da kommen die Verwandten, die fressen und saufen umsonst. Die sich sonst nie im Arsch angucken. Das kostet alles, das ist alles ein Business geworden. Ne? Und meine Hülle, das, was ja dann ist, die ist nichts mehr wert. Das ist, wenn ich überhaupt jemals was wert war, das ist eine Hülle, das ist physisch. Das kannst du in eine Mülltonne kippen oder sowas. Diese Pietät und diese Ethik, das ist mir völlig wurscht. Da kannst du mich irgendwie in die Mülltonne schmeißen, Müllcontainer. Wenn man, Es gibt ja da Gesetze, wie man mit Leichen umgehen muss, äh, von Meeresverbrennen ab ins Meer oder in den Wald streuen oder wie weg damit. Auf jeden Fall nichts, irgendwas, wo die Nachkommen sich verpflichtet fühlen müssen. Ich muss zum Grab, ich muss da Blumen hingeben, ich muss da hingehen. Man kann auch so an Verstorbenen denken. So Manche Menschen brauchen das, klar, ist so akzeptieren alles wunderbar. Ich finde es völlig unwichtig. Guck mal, in Jahr, Millionen Jahren, wo es die Evolution gibt, Meister, einer kräht in 10 Millionen Jahren an Uwe Ochsen nicht oder wieder gestorben ist, interessiert auch keine Sau mehr. Na, ich kann mir schon vorstellen, wenn das heute passiert, wäre das auf jeden Fall eine Nachricht. Und damit hat sich so. dann die nächste Nachricht. Aber ich meine nochmal eher eine andere Ebene, die Menschen, die DNA sind. Also, weil das ist natürlich was, was, womit ich dieser, dieser Abschied, sich von jemandem verabschieden und einen Punkt finden. Na, also, du sagst, du bist rein damit, dass Sachen passieren. Sprecht ihr da als Freunde und Familie drüber so oder ist das was was wenn du sagst, du bist damit so rein ist ja häufig auch der Punkt ich habe da mal drüber gesprochen oder ist das was was ihr zusammen nicht thematisiert doch kommt schon mal vor das ist ein Thema und so ja, ich möchte gern das ich möchte gern Seebestattung ich möchte gern in den Wald ich möchte gern in eine Urne da spricht man drüber und jeder sagt seine Meinung und gut ist das sollen die, die nach was organisieren wollen, eine Feier machen wollen, sollen es machen und ja. so wie sie so wollen. Das ist mir der Wurscht. Ich habe da schon andere Dinge zu tun wieder. Äh, eine Stufe weiter. Ich muss mal eine Wiederkehr vorbereiten. Was soll denn dieses Drama immer um Sterben und Tod? Ich finde das alles so aufgebauscht. Wahrscheinlich hat es auch mit Angst zu tun, weil ja. man nicht weiß, wie es vergeht und was danach funktioniert. Kann man ja alles nachvollziehen und verstehen. Man kann sich aber selber mal am Riemen reißen und sagen, Alter, ja, und da ist man tot. Klar. Die anderen, deine Freunde von mir, sind traurig. Hoffentlich haben sie es gelernt, das nicht zu lange zu sein. Trauern soll man, das gehört dazu. Dennoch gibt es so zum Schluss eine Frage, die ich immer... Gibt es allen... aber auch nicht auf, ne? <lacht> Nein, <lacht> es gibt eine, eine Frage, die ich, die ich allen immer stelle. Dann stellt sie mir halt eben. Das mache ich oh. jetzt. Nimm mir mal ein Lied, weil ich weiß, du bist ein großer Musikfan, wo du sagst, ey Leute, wenn das läuft, bin ich happy, weil das wäre was, was passt zu mir, das wäre mein Lied was am Schluss laufen darf. Ja, aber ich möchte so eine Inszenierung gar nicht haben. Deswegen habe ich mir noch keine Gedanken wirklich darüber gemacht. Was dann nachher, ist mir scheißegal, die, die feiern wollen, sollen machen oder wie auch immer das heißt. New Orleans, wenn die zu Grabe getragen werden, da spielt eine Band ne? und die feiern. Die feiern ja. den Übergang in eine, wohin auch immer, die sagen wow, so und so. Aber das und so. ist doch eine Ansage. Es soll das ist eine Ansage, ja, aber ich, ach, das ist mir schon alles zu... Normal, ich will das alles nicht. Ich will abnippeln und ab dafür. Fertig. Man kann hoffentlich positiv an mich denken, immer mal wieder. So geil, war schön mit dem, das Leben zusammen. Schön. Und dann ist aber auch gut, da geht es weiter. Es geht für alle anderen weiter. Die müssen sich auch auf ihre Geschichte vorbereiten. Ich habe da echt ein Problem damit. Ich war auf einigen Beerdigungen schon, ja. ne? auch von meinem Vater, von meiner Mutter und von Freunden und so. Ich fand es immer so trüg und alle in Schwarz und alle rennen dem Sarg hinterher. Und dann kommt er in die Kiste, und wird gegessen und getrunken. Es war doch ein feiner Kern und so. Ehrlich, das ist mir alles eigentlich zu blöd. Ich danke dir auf jeden Fall. Und ich wirklich nochmal großes Kompliment. Ihr habt es in dem Film, bitte schaut ihn euch alle an, echt geschafft, ganz viele Sollbruchstellen, die wir täglich sehen, zu zeigen. Dann kann ich nur nochmal sagen, was du gesagt hast. Das ist kein Film über Krebs, sondern eigentlich eine. Oder an die Liebe und das Leben. So sieht's aus. Vielen Dank. Dankeschön. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.